Ja, ich komm ja vom Death Metal. Hatte ich ja anfangs schon ein bisschen erzählt, weil ich gehe auch auf solche Konzerte, wo immer viele Zähne fliegen. Wir haben früher Death Metal gemacht, so in vor allem in Frankreich. Da gab es eine kleine Stadt, die ist Birmingham, und dann haben da in den Garagen da, gleich in dem Roten Platz, da haben wir immer in so einer Punkrock-Garage Death Metal geübt, also damals Anfang der, weiß nicht, 70er. Anfang der 70er, so Death Metal, das ging dann so ab, wir haben erstmal so Akkordeonspieler und Spielerinnen gesucht. Also Death Metal quetschen, haben wir dann so, also eine Anzeige irgendwie. We are looking for Death Metal quetschen. Ja, war alles. Ja, nee, war Frankreich, aber so eine englische Domäne da. Ja, und dann jedenfalls kam dann da beim ersten Vorstellungsgespräch, kam man irgendwie 300 an, alle so mit Akkordeons, dann haben wir ein bisschen ausgesucht. So, weiß gar nicht, ich glaube, wir haben die ersten 20 genommen. Und dann waren alle möglichen Freaks dabei, so, hatten dann auch alle Quetschen. Einige hatten richtig Death Metal Quetschen, die waren voll aus Metall. Also wichtig ist schon, dass du sie einstöpseln kannst, auch dass du also so nicht unplugged spielst, ne, so wie ich heute, also unverstärkt, sondern richtig mit auch Sound. Und dann waren so vier dabei, die hatten irgendwie so richtig Death Metal Quetschen. Die so, haben wir dann gesagt, okay, ihr macht das klar. Die waren so voll aus Metall. Das Problem war, dass die auch voll unter Strom standen immer. Dann haben die sich hier so Isolierzeug drauf gemacht, so dickes Leder meistens, damit sie da irgendwie nicht ständig so Stromschläge kriegen, obwohl das dann ja noch mehr abgeht. So, also der eine hat, bei dem einen war das nicht so richtig isoliert und so, und dann ging es irgendwie echt so ein Blitz, kam so, so raus, die Leute dachten, das gehört zur Lightshow oder sonst was. Und dann standen immer so auf der einen Bühnenseite und zwei auf der anderen, und die auf der Bühnenseite, die standen immer so da und haben quasi immer nur so, ja, so eine ganze Handvoll Tasten immer gedrückt und hinten so einmal eine Handvoll Bässe. Und immer nur so, hate, hate, so, ne? Auf der anderen Seite standen dann irgendwie so die anderen beiden irgendwie auch so nur Sound gemacht und dann, no fun, no fun, destroy. So, und das war so die Begleitshow. Also es ging quasi das ganze Programm so, und dann hatten sich 10 vorne so Quetschen, also normale Quetschen aufgestellt. So, die standen so in Reihe. Und haben dann mit der Axt da immer drauf gehauen. Also, und dann von der Seite immer so, hey, no fun, destroy them, boah, ne, wieder. Ja, die sahen schon irgendwie nach 3 Minuten nicht mehr gut aus. Das war ziemlich kostspielig. Und hinten standen dann die letzten 6, und die haben ihre Quetschen immer so hier genommen. So, ne? Und immer so ins Publikum geschmissen. Quetschdiving hieß das damals. Voll genial. Manchmal haben die Leute sich auch zurückgeschmissen, so. Hatten wir viel Spaß damals. Ja, so eine Show ging dann immer so 2 Stunden. Als Zugabe gab es dann immer so Pansenwurf ins Publikum. Alles, was fies ist irgendwie. Das Schlimme war, wir hatten auch nicht so viel Publikum. Meistens kamen so 5 bis 10 Leute. Aber die fanden es dann meistens auch gut. Und jetzt kommt ein Stück, das habe ich mal vor 10 Jahren geschrieben. Und ich habe den Text so gelassen, wie ich ihn jetzt gleich singen werde. Ja, sehr spannend und interessant. Der Vorspann ist aber nicht von vor 10 Jahren.